Was passiert, wenn die Community in den Bordershop fährt? Genau, sie denkt an mich und fragt mich, ob sie mir einen Whisky mitbringen soll. Hier für euch, Bowmore 25 Jahre Small Batch Release, bekommt von Apple und Ei. Nach dem Intro geht's los, Kinners. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin für euch heute wieder auf Eiler unterwegs. Ich habe für euch einen Bowmore dabei, 25 Jahre alt, Small Batch Release. Und der hat gekostet, ihr werdet es nicht glauben, 205 Euro. Normaler Preis für die Flasche liegt irgendwo zwischen 350 und 400 Euro. Jetzt fragen wir uns, warum gibt es diese Bulle so billig? Ja, jemand aus der Community, ich sage nur Eike, vielen Dank, war im Bordershop und hat im Bordershop diese Flasche gesehen und hat gezeigt, hier, guck mal, wie günstig die Bulle ist. Und ich so, wow. Hab geguckt, ich sagte, das kann doch gar nicht sein, warum ist der denn so billig? Ja, wissen wir auch nicht, warum der so billig ist, aber wir haben ihn tatsächlich für knapp 200 Euro halt geschossen. Ja, da kann man natürlich nicht Nein sagen, 25 Jahre Bowmore für unter 10 Euro, das Jahr, da muss man die Bulle ja quasi mitnehmen. Und ja, jetzt steht das Ding hier. Ihr habt einen Flaschencode, ich habe geguckt, die ist also muss also schon relativ lange auf dem Markt auch sein, deswegen war ich ein bisschen verwundert, dass es den immer noch gibt, aber es gibt auch ganz viele Online-Shops, die den noch haben. Flaschencode ist hier 162, also nee, Moment, L162144. Es gibt 8000 Flaschen und ich glaube angelegt, ich glaube in der Base angelegt wurde die Bulle, ich glaube 2004 oder so, also gibt es schon extrem lange. Sieht für mich aber gar nicht so alt aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also sieht für mich jetzt nicht aus, als wenn das eine Bulle wäre, die schon keine Ahnung wie viele Jahrzehnte irgendwo angelegt ist. Aber, oder es war 2014, ich weiß es gerade nicht. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Guckt lieber in der Base nach, da steht das genaue Alter. Auf jeden Fall, es ist der Bottle Code, der steht auch hier dran. Und ich war auf jeden Fall sehr überrascht, warum der preislich so günstig ist. Ne? Weil der hat auch keine schlechte Bewertung da bekommen. Naja. Ist auf jeden Fall gefärbt, auch wenn er 25 Jahre im Fass reifen durfte. Traurig. Hat auch nur 43%. Und wir haben hier eine Mischung aus American Bourbon Fässern und Spanish Sherry Casks. Ja. Ihr wisst ja, ich hatte schon mal den Bowmore 21 mit Rotwein. Rotwein war das, glaube ich. Rotweinfassreifung. Das war ja nicht so mein Ding. Da wurde ich auch hart für bepöbelt. Ist aber nicht so schlimm. Ich kann damit umgehen. Ja, jetzt haben wir den 25er. Ich würde sagen, den lassen wir mal ein paar Minuten stehen, damit er ein bisschen Luft atmen kann. Ja, der braucht bestimmt ein paar Minuten. Und dann schauen wir uns den gleich mal genauer an. Also, bis gleich, Kinders. So, da sind wir wieder. Weiter geht's. Wir haben jetzt gut 20 Minuten gewartet. Ich glaube, das reicht. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so im Glas haben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Und bin auch gespannt, warum der im Bordershop so günstig ist. Also Bordershop Puttgarden, wenn das nichts sagt. Ich habe auch ein schönes Video dazu auf meinem Kanal, könnt ihr euch mal angucken. Da laufe ich da einmal durch den Laden durch und zeige mal so ein bisschen, was da so die Preise sind. Ist natürlich schon ein Jahr alt, das Video. Aber trotzdem, ich glaube, es ist immer noch aktuell. Also die werden da vermutlich nicht so viel umbauen. Aber würde ich mich freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet. Ja, jetzt probieren wir mal, gucken mal, was wir so in der Nase haben. Und dann schauen wir mal, wie das Ding so performt. Und warum der Preis so günstig ist, ich weiß es echt nicht. Also ich habe mich wirklich gefragt, warum, weil guckt euch die Box auch an, ne? Okay, jetzt habe ich doch wieder vom Verriechen abgelenkt, aber guckt euch die Box doch alleine schon an. Schönes Design, schöne Box, ne? Ist richtig, hier ist auch mit Samt ausgekleidet so ein bisschen, ist richtig schön gemacht, muss man wirklich sagen. Sieht auch hier, guckt mal hier in der Nahaufnahme, so sieht auch toll aus, ne? Ja, ich verstehe es halt nicht, ne? Wir müssen einfach mal gucken, was wir im Glas haben und dann wissen wir es vielleicht gleich. Oder wir haben einfach nur Glück gehabt und das Lager musste leer oder so. Das könnte ich mir auch eher vorstellen. Naja, los geht's. Boah. Der riecht mal richtig dreckig. Also im ersten Moment würdest du den, ich glaube blind, würdest du den, glaube ich, vielleicht erstmal irgendwo in Campbelltown einordnen, aber nicht auf Eiler. Der hat eine richtig dreckige, erdig-mineralische Note. Der riecht ein bisschen so, als wenn ich am Industriehafen bin und da wird gerade ein Tanker mit Benzin gelöscht oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also ich, total krass. Also der riecht wirklich nach großer Industrie, nach
Seehafen und nach Dreck. Also extrem krass. Und dazwischen hast du irgendwie so eine Sherry, süße Früchte, Kräuternote. Also ist so, ich muss die ganze Zeit wieder an Stauning denken, wo die dieses Heidekraut zum Räuchern nehmen. Und ich finde, das riecht so ein bisschen, als wenn man hier Kräuter verbrannt hätte. So ein bisschen diesen Moment hat er. Hinten raus hat er noch so einen ganz leichten Holzmuff, so wie nasser Keller oder so, ne? Oder vielleicht auch nasses Holz, irgendwie sowas. Oder nasses Bücherregal eher nicht. Er hat von der Nase her zumindest keinen Old Bottle Flavor. Also, der riecht schon echt spannend, ne? Also der riecht so, dass das auf jeden Fall Bock macht. Ich glaube, dass man Bock hat, den zu trinken. Ich glaube auch, wie gesagt, wenn du einen Blind irgendwo untermischt, wird jeder sagen, der muss aus Campbelltown kommen. Das kann nur irgendwas so Springbank, Kilcarran oder so Longrow in die Richtung sein. Dieses dreckig mineralische, also ich habe jetzt noch nicht so viel Bowmore probiert. Ich glaube, ich muss auch mal irgendwann mal den normalen 12er probieren. Da habe ich auch die Buddel hier. Aber ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Bowmore, aber das finde ich echt geil. Gefällt mir. Also, dreckig mineralische Nase ist eher, hat so eine erdige Note, erinnert mich an Industriehafen, erinnert mich an Benzin so ein bisschen, so irgendwie, wenn wir einen Öltanker, Benzintanker löschen würden im Hafen. Hat so einen Sherry-Moment, hat so verbrannte Kräuter irgendwie, bisschen Frucht, aber alles in allem nicht gefällig. Und das finde ich gerade geil. Naja, wir probieren mal. Slanjakinnas. Lecker. Süß, aschiger Rauch. Ich bin überhaupt total überrascht, wie intensiv der Rauch noch ist. Ne? Also so beim Artback 25, so hast du auch schon gemerkt, dass der Rauch etwas nachgelassen hat. Aber für 25 Jahre in Beaumont, da kann man nicht meckern. Also ein aschiger Rauch, so ein aschiges Lagerfeuer, wo einfach schon nur noch Glut drauf ist und wo bei jedem Windstoß immer so ein bisschen Asche hochfliegt, so musst du dir halt vorstellen, glimmt nur noch so ein bisschen vor sich hin, aber total nice. Und der hat hinten raus, das finde ich so geil, der schmeckt hinten raus wie diese kennt ihr diese pinken Viola Lakritzbonbons von Haribo, so schmeckt der hinten raus, ist total nice. Also das gefällt mir richtig gut. Ich finde halt diese Süße mit diesem aschigen Rauch gepaart mit so ein bisschen, ja, auch wieder diese verbrannten Kräuter. Ich muss die ganze Zeit daran denken, als wenn ich grillen würde und die Kräuter auf meinem Steak verbrennen, so ein bisschen, ne? So in diese Richtung geht das, ne? Das gefällt mir echt gut. Muss man mal einen Schluck probieren. Also, wie krass der nach diesem Viola-Bonbon schmeckt. Wahnsinn. Also, der kriegt halt sowas Floral-Süßes mit Lakritz, mit Süßholz, mit Anis. Und dazu hast du halt diese extreme, ja, Viola ist ja, glaube ich, Lavendel oder so. Also, so ein bisschen in die Richtung geht das. Oder Veilchen, ich weiß es gerade gar nicht. Egal. Auf jeden Fall, es schmeckt wie diese Viola-Bonbons. Es ist extrem lecker. Du musst aber Bock drauf haben. Und ich weiß jetzt schon, hier sind garantiert 2-3 Leute in meinem näheren Umkreis, in der Community, die sagen, das ist mir zu seifig oder zu floral, das mag ich nicht. Alle anderen, glaube ich, fänden das super interessant. Vor allem, wie spannend unterschiedlich das ist.
Die Nase riecht wie ein Campbelltown Whisky. Schmecken tut er aber komplett anders, als er riecht. Ne? Also du rechnest eigentlich mit, wenn du dann probierst, ja, ich habe jetzt wieder diesen dreckigen Lagerhallen-Moment und so, den hast du aber hier gar nicht. Es ist einfach ein aschiger, rauchiger, extrem süffiger Whisky, der auf jeden Fall schöne Aromen mitliefert. Der Abgang ist relativ lang, der wärmt schön nach. Du hast diese Veilchen-Viola-Note, die echt wirklich lecker ist, weil es schön süß noch dabei ist. Also, Leute, der ist nicht mal flach oder so, wo du sagen würdest, 43%, wir haben den zu flach oder der ist zu dünn oder so. Das ist ein super Trinkwhisky, der für mich auf dem Punkt ist. Also für mich gibt es hier echt nichts zu meckern. Ich finde den extrem lecker. Dir kann man meiner Meinung nach bedenkenlos zugreifen, wenn du denn am Abgang oder im Abgang auf diese florale Note stehst. Das ist natürlich die andere Sache. Aber von mir kriegt das Ding hier auf jeden Fall 5 Daumen hoch. Allein schon für den Preis im Bordershop für 205 Euro, da kannst du nicht meckern. Und ich glaube, selbst für 300 machst du hier nichts falsch. Weil ganz ehrlich, also 10, 11 Euro pro Jahr, da kannst du nicht meckern. Denkt immer daran, ein Artback 25 kostet 1000 Euro. Den hier kriege ich für unter der Hälfte davon. Ne? Und der schmeckt echt gut. Das ist ein echt leckerer Whisky. Also richtig schönes Ding. Ich hoffe, einige von euch haben eine Buddel davon zu Hause oder den schon mal probiert. Würde mich über euer Feedback freuen, wie ihr den so fandet. Kann ja sein, dass ihr sagt, nee, so diese floralen Noten ist vielleicht gar nicht so meins. Aber mir hat das echt gut gefallen, diese Abwechslung im Glas und in der Nase. Und ich glaube, da kannst du dich vielleicht auch ein bisschen länger noch mit beschäftigen. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass der aufgrund der 43% so ein Whisky ist, wo du dich einfach 4-5 Stunden mit hinsetzt und den einfach da so ein bisschen auseinanderklamüserst. Ich glaube, da ist schon so ein schöner Trinkwhisky, der mit knapp 200 Euro auf jeden Fall super gut bezahlt ist. Also das ist wahnsinnig guter Preis, wahnsinnig guter Preis. Naja, folgt mir gerne bei Facebook, bei Instagram, kommt in meine Whisky WhatsApp Community Gruppe und wenn ihr Bock habt, meinen Kanal zu supporten, könnt ihr das gerne tun bei Ko-fi, bei Patreon oder hier direkt unten drunter Kanalmitglied werden. Würde mich sehr freuen, ab 4,99 seid ihr dabei und ihr unterstützt diesen geilen Kanal. Ja, jetzt wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit, euer Friendly Mr. Z.